Ja, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrte Frau Bundesministerin Aigner, sehr geehrte Ministerabgeordnete, meine Damen und Herren, der Deutsche Verbrauchertag 2013 steht unter dem Motto Wahl. Auf den Tag genau sind es noch 111 Tage, bis Verbraucher die vielleicht wichtigste Wahl in diesem Jahr treffen, nämlich welche Partei und welche Abgeordnete sie im Bundestag repräsentieren sollen. Wir werden bis dahin noch viele Wahlentscheidungen treffen, im Supermarkt, an der Tankstelle, am Bankschalter oder im Internet. Denn für Verbraucher ist jeder Tag Wahltag. Und deswegen ist Verbraucherpolitik Alltagspolitik. Einkaufen, essen, reisen, überweisen, Geld anlegen ist aber nicht nur für den Einzelnen wichtig, es ist auch wichtig für die gesamte Wirtschaft. Wir investieren und finanzieren in Deutschland zum Beispiel die Energiewende. Wir sorgen über den Strompreis für den Ausbau von Netzen, für Wind und für Solarenergie. Unser privater Konsum steht in Deutschland für 55% des Bruttoinlandsproduktes. Wir sorgen für Jobs und Wachstum. Und deshalb haben die Verbraucher die größte Systemrelevanz in diesem Land. Doch kümmern sich die politischen Parteien ausreichend? Fragen Sie, wie es den Verbraucherinnen und Verbrauchern am Telekommunikationsmarkt oder am Gesundheitsmarkt geht. Wissen Sie, mit welchen Unternehmen wir gute Erfahrungen machen? Wissen Sie aber auch, wo die schwarzen Schafe stecken, wo wir mit Betrug, mit Irreführung, mit Falschinformationen zu tun haben? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, haben wir bei Infas eine repräsentative Befragung in Auftrag gegeben. Wir wollten nämlich wissen, wie ergeht es den Verbraucherinnen und Verbrauchern im Wahljahr. Die Ergebnisse zeigen ein sehr differenziertes Bild. Am zufriedensten sind die Verbraucher im Konsumgütermarkt. Das hat damit zu tun, dass wir sehr viele verantwortungsvolle Unternehmen haben, die sehr gute Geräte herstellen. Es hat aber auch damit zu tun, dass wir mit der Stiftung Warentest, und da schaue ich mal in Richtung von Herrn Primus, einen Marktwächter haben, der schon dafür sorgt, dass unsere Waschmaschinen funktionieren und halten. Dafür herzlichen Dank für Ihre Arbeit. Ein zweites wichtiges Ergebnis der Umfrage ist, für Verbraucher werden Werte wichtiger. Die Zeit von Geiz ist geil ist vorbei. 2 von 3 Stromkunden sagen ausdrücklich, dass sie beim Einkaufen von Strom auf Ethik, auf Umwelt, auf Nachhaltigkeit achten. Sie unterstützen die Energiewende. Sie wollen allerdings auch, dass die Kosten fair verteilt werden. Die Befragung zeigt aber auch, wo der Handlungsbedarf liegt. Mindestens jeder Zweite vermutet große bis sehr große Missstände am Markt. Misstrauen statt Vertrauen, das sollte unser Warnsignal sein. Und das Misstrauen ist besonders groß auf dem Finanzmarkt. Dicht dahinter kommt dann der Lebensmittelmarkt. Frau Aigner weiß ein Lied davon singen, Jeder Skandal um Bio-Eier, Pferdefleisch, irreführende Etiketten führt dazu, dass Verbraucher sich ein Stück verunsichert fühlen. Aber schauen wir uns mal den Finanzmarkt näher an. 63% der Befragten sind der Auffassung, dass es im Finanzmarkt Anbieter und Produkte gibt, die Verbraucher täuschen und schädigen. Wohl kaum eine Branche hat in den letzten Jahren so viel an Vertrauen verloren. Und zu Recht. Wir haben zahlreiche Studien in Auftrag gegeben. Ich will nur 2 erwähnen. Etwa 160 Milliarden Euro haben Verbraucher in den letzten 10 Jahren verloren durch die frühzeitige Kündigung von Kapital-, Lebens- und Rentenversicherung. Eigentlich ist die Lebensversicherung ein gutes Produkt, aber wer eine über 30 Jahre abschließt und nicht Beamter ist, der hat eben häufig Pech gehabt. Gerade mal 2% der Banken und Sparkassen informieren die Kunden ausreichend über die Provisionen, die hinter dem Kauf bestimmter Finanzprodukte stehen. Und dabei ist die Provision der entscheidende Schmierstoff im Beratungsgespräch. Die Höhe der Provision lenkt letztlich die Empfehlung für die Verbraucher. Kein Produkt, kein Akteur, kein Finanzmarkt darf unreguliert und ohne Aufsicht bleiben. Das war das Versprechen, das Sie, Frau Bundeskanzlerin,
und Ihr damaliger Finanzminister Steinbrück uns als Konsequenz aus der Finanzkrise gegeben haben. Wir sehen mit großem Respekt Ihren Einsatz für die Regulierung der Finanzmärkte. Und wir unterstützen auch Frau Aigner bei ihrem Eintreten für mehr Klarheit am Finanzmarkt. Das sind wichtige Schritte. Das sind wichtige Schritte, doch sie reichen nicht aus. Wir brauchen mehr. Das zeigen die Erfahrungen der über 130.000 Verbraucherinnen und Verbraucher, die in die Beratungsstellen der Verbraucherzentrale kommen. 5 von ihnen haben wir eingeladen. Wir haben ihre Geschichte aufgeschrieben. Herr Siebenkotten hat darauf hingewiesen, auf die Ausstellung. Einer von ihnen, ein Wirtschaftsinformatiker, hat in Summe 136.000 Euro verloren, weil ihm ein Vermittler eine Schrottimmobilie aufgedrängt hat. Seinem Berater erging es besser. Er hat damals über 18% Provision kassiert, umgerechnet 20.000 Euro für eine falsche Beratung. Und deswegen bin ich froh, Herr Heilmann, dass aufgrund Ihrer Initiative die Verbraucherschutzministerkonferenz hier auch einen Riegel vorgeschoben hat. Ähnlich schlimm erging es einem Verbraucher aus Monschau. Er ist von seinem Finanzvermittler überredet worden, in Genussscheine zu investieren. Angeblich ein sicheres Geschäft. Er löste sogar seine Lebensversicherung dafür aus. Doch aus dem Genuss wurde ein Albtraum. Ergebnis: über 30.000 Euro hat er verloren, Geld, das er eigentlich für die Finanzierung seines Ruhestandes braucht. Sie, Frau Bundeskanzlerin, haben die letzten Jahre dafür gesorgt, dass die Finanzkrise uns nicht in den wirtschaftlichen Ruin treibt. Jetzt ist es an der Zeit, dafür zu sorgen, dass die Banken, Versicherungen, Anlageberater endlich fairer mit ihren Kunden umgehen. Versicherungen, Kredite, Fonds müssen für den Kunden da sein und nicht umgekehrt. Das ist das, was die Finanzbranche endlich lernen muss. Und die Politik kann viel dafür tun. Zum Beispiel, indem sie bei Banken dafür sorgt, dass das Kunden vom Handelsgeschäft sauber getrennt wird. Wir wollen nicht mit unseren Einlagen Spekulationsgeschäfte fördern oder für Risiken eintreten, die wir weder verursachen, geschweige denn beeinflussen können. Die staatliche Finanzaufsicht braucht den klaren Auftrag, sich nicht nur um die Solvenz der Banken und Versicherungen zu kümmern, sondern auch um den Schutz der Kunden. Und wir brauchen ein neues Miteinander von staatlicher Finanzaufsicht mit hoheitlichen Befugnissen und der Marktanalyse aus Verbraucherperspektive. Denn die brauchen wir. Wir müssen dafür sorgen, dass die Verbraucherzentralen und die Stiftung Warentest in die Lage versetzt werden, frühzeitiger vor schwarzen Schafen zu warnen. Beide Organisationen bilden ein gutes Frühwarnsystem für Politik und Finanzregulierer. Kurzum, wir sind der Markt und deswegen brauchen wir einen Finanzmarktwächter. Und da ich ja weiß, dass die CDU noch an ihrem Programm feilt für die Wahl, setzen Sie sich gemeinsam mit uns für den Finanzmarktwächter ein. Ich hänge nicht an dem Begriff. Wer den nicht passend findet, ist in Ordnung. Wir werden den anderen finden, aber es sollte in der Sache gemeinsam vorangehen. Wenn ich mir ansehe, was sind andere Themen, die Verbraucher stark beschäftigen, auch aus den Erfahrungen der Verbraucherzentrale, womit kommen die Bürgerinnen und Bürger? Das ist der Telekommunikationsmarkt, der Online-Markt, die neuen Geschäftsmodelle im Internet. Für uns sind diese Märkte faszinierend. Mit dem Smartphone haben wir einen persönlichen Butler, der uns hilft, mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben oder beim Einkauf. Mehr noch. Wir werden im Netz zu Produzenten, wir stellen Filme ein, wir tauschen uns in Foren aus und bewerten Produkte. Schöne neue Welt also für die Verbraucher. Das gilt nur dann, wenn es klare und verbindliche Regeln im Netz gibt. Zum Beispiel für Netzneutralität. Wir müssen verhindern, dass Oligopole wie die Telekom nach eigenem Gusto Mautgebühren erheben, die die einen bezahlen müssen und ihre eigenen Kunden nicht. Wettbewerb geht anders.
Und gut, dass die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen jetzt mit einer Klage unterwegs ist, weil sie die entsprechenden Klauseln in den Telekommunikationsverträgen vor Gericht überprüfen lassen will. Wir brauchen Regeln für Datenportabilität. Ein Wort, das kompliziert klingt, aber einfach es meint. Nämlich die Frage, kann ich meine Bilder, kann ich meine Musik, kann ich meine Adressbücher mitnehmen, wenn ich nicht ewig in den Fängen eines einzelnen Anbieters gefangen sein will? Und das zentrale Thema, die zentrale Frage ist für uns, wie wird in der digitalen Welt dafür gesorgt, dass unsere Privatsphäre geschützt bleibt? In Brüssel tobt gerade eine Auseinandersetzung, von der vermutlich die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher gar nichts mitkriegen. Dabei geht es um sehr Grundsätzliches. Ich spreche hier von der EU-Datenschutzgrundverordnung. Wer will, dass die Verbraucher die Chancen der digitalen Welt nutzen soll, der muss für Sicherheit sorgen, für Sicherheit im technischen Sinne. Wo liegt denn die Cloud, in der ich meine Daten ablege? Wer kontrolliert denn, dass die Dinge sicher sind? Verbraucher müssen vertrauen können, dass mit ihren Daten im Netz sorgsam umgegangen wird, dass sie nicht missbraucht werden. Denn als Einzelne sind wir häufig überfordert. Wer von uns ist schon in der Lage, all die endlos langen allgemeinen Geschäftsbedingungen zu lesen und zu verstehen? Selbst ich nicht. Ich habe jetzt festgestellt, als ich meinen Telefonanbieter wechseln wollte, dass ich mit meiner Kündigung zu spät kam. Dachte ich, wieso passiert das ausgerechnet dir? Du müsstest besser wissen. Aber ich weiß es eben auch nicht besser als der Durchschnitt. Peter Schaar hat jüngst auf einer Veranstaltung von uns aus der Arbeit eines amerikanischen Wissenschaftlers zitiert, der untersucht hat, wie viele Stunden müssten wir eigentlich aufbringen, um all die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Lizenznutzungsverträge zu lesen, die wir in einem Jahr nutzen. Und Sie können mal raten, brauchen wir dazu 15 Stunden im Jahr, 150 Stunden oder 1500 Stunden? Mal kurz in sich gehen. Die richtige Zahl sind 1500 Stunden. Wir wären 60 Tage und Nächte damit beschäftigt, all diese langen Verträge, allgemeinen Geschäftsbedingungen zu lesen. Das in Juristendeutsch. Und deswegen ist mehr Information manchmal gut, aber Verständlichkeit, Klarheit an anderer Stelle viel, viel besser. Wir haben in dem Wir haben uns in dem Projekt Surfer haben Rechte, das Frau Aigner fördert, in den letzten Jahren tief in Lizenznutzungsverträge eingegraben, eingewühlt, sie untersucht, sie analysiert. Das macht unseren Juristen totalen Spaß, die Dinge rechts und links zu wälzen. Und ich kann Ihnen sagen, regelmäßig werden im Kleingedruckten unsere Grundrechte ausgehebelt. Das ist eben das, was passiert. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und auf Privatsphäre. Das Recht, dass wir selbst entscheiden, ob Facebook oder Apple die Kontakte unserer Freunde auslesen darf. Ich finde das unerhört, dass diese Unternehmen sich diese Rechte im Kleingedruckten sozusagen sichern lassen. Auch das haben wir vor Gericht angefochten. Und wir haben festgestellt, es gibt in Europa nicht nur Steueroasen. Es gibt auch Datenschutzoasen, denn nicht umsonst sitzen viele dieser amerikanischen Firmen in Irland. Da spart man nicht nur Steuern, sondern spart auch Datenschutz. Und es hat die unbequeme Folge, dass ein Verbraucher, der gegen einen solchen Vertrag vorgehen will, vor einem irischen Gericht klagen muss. Der ist schon pleite, wenn er ankommt, denn wenn er Ryanair benutzt, wird ihm kurz nach dem Start noch mitgeteilt, dass sich die Toilettenbenutzungsgebühr erhöht hat. Also das ist kein Weg. Und deshalb brauchen wir einen klaren europäischen Rechtsrahmen für den Datenschutz. Und Deutschland muss seine Stimme in Brüssel stärker und entschiedener zu Wort bringen. Wir haben viele Länder,
die ist mit dem Datenschutz nicht zu sehen. Und deswegen meine Bitte an Sie, Frau Bundeskanzlerin, setzen Sie das Thema auf Ihre Agenda. Es geht um grundlegende Werte, die wir gegen die Googles dieser Welt verteidigen müssen und verteidigen werden. Und ein weiteres Thema brennt mir auf den Nägeln. Wir können die vielen Betrügereien, bei denen Verbrauchern am Telefon Verträge untergeschoben werden, nicht mehr akzeptieren. Es ist nicht in Ordnung, wenn sich bei uns eine Abmahnindustrie breit gemacht hat, die wegen tatsächlicher oder angeblicher Urheberrechtsverletzungen die Leute mit Strafverfahren, mit Zivilverfahren überzieht. 4,3 Millionen Bürger und Bürgerinnen dieses Landes haben eine Abmahnung erhalten, weil sie angeblich gegen Urheberrecht verletzt haben. Und die Kosten sind gewaltig. Habe ich festgestellt, als ich einen Termin im Bundeskanzleramt hatte und dort einen betroffenen Vater traf, der aber ungenannt bleiben möchte. Zwischen 500 und 1.000 Euro zahlen Familien für diese Urheberrechtsverletzung. Um nicht missverstanden zu werden, wir sind für ein starkes Urheberrecht, weil wir Künstler schützen wollen. Aber wir sind gegen diese Abmahnindustrie. Und deswegen setzen Sie sich dafür ein, dass noch in dieser Legislaturperiode das Anti-Abzock-Gesetz verabschiedet wird. Wir wollen nicht noch 2 Jahre darauf warten. Wie Sie sehen, es gibt im Wahljahr noch einiges zu tun, um sich für Verbraucher einzusetzen. Das Rennen um die Wahlgunst der Verbraucherinnen und Verbraucher ist offen. Auch das haben wir abgefragt. Auf die Frage, welche Partei sich besonders für die Interessen der Verbraucher einsetzt, muss über die Hälfte der Befragten passen. 24% sagen ganz klar, keine Partei. 32% wissen keine Antwort. Und bei denen, die eine Vorstellung haben, wird das Thema relativ häufig mit den Grünen in Verbindung gebracht. Das ist nichts Neues. Schlecht nur für die Grünen, dass es sich ändert. Denn bei den 18- bis 29-Jährigen liegen CDU, CSU, SPD und Grüne fast gleich auf. Sie haben also die riesige Chance, sich als Partei für Verbraucheranliegen zu profilieren. Dafür sollten Sie Vorschläge und Antworten machen für die Verbraucherpolitik, für Verbraucherinformation, für Verbraucherbildung und dafür, wie institutionell dafür gesorgt werden kann, dass Verbraucherinteressen wichtiger genommen werden. Wenn die Umfragen nicht ganz täuschen, Frau Bundeskanzlerin, könnte es sein, dass Sie auch in der nächsten Regierung eine gewisse Rolle spielen. Nutzen Sie dies. Nutzen Sie dies. Stärken Sie die Verbraucherpolitik durch ein starkes und stärkeres Verbraucherministerium, das mehr Federführung hat, das nicht nur sich sozusagen in der Öffentlichkeit positionieren kann. Packen Sie den Verbraucherdatenschutz vom Innenminister zur Verbraucherministerin. Sorgen Sie dafür, dass über Energiekennzeichnung die Energiekennzeichnung bei Autos nicht vom Wirtschaftsminister gemacht wird. Der sorgt dafür, dass ein Koeffizient gebildet wird aus CO2-Ausstoß bezogen auf das Gewicht. Das energieeffizienteste Fahrzeug in diesem Land ist der Leopardpanzer nach dieser Logik. Sorgen Sie, dass starke Marktwächter an der Seite der Verbraucherinnen und Verbraucher Sie in Ihren Entscheidungen unterstützen, für Beratung sorgen, als Frühwarnsystem da sind. Unsere Zeit am politischen Katzentisch ist definitiv vorbei. Holen sich die Verbraucher vor der Wahl ab. Vielen Dank.